Herzlich willkommen im Fachbereich Chemie. Mein Name ist Ralf Bloss. Ich bin der Fachobmann für das Fach Chemie und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, das Fach Chemie an unserer Waldschule im Grund- und Leistungskurs vorzustellen. Das Fach Chemie zeichnet sich dadurch aus, dass es einen hohen experimentellen Anteil gibt. Das heißt, wir haben praxisorientierte Methoden hauptsächlich, die mit geleiteten Experimenten zahlreich bestückt sind. Ein Vorwissen aus der Mittelstufe in den Bereichen der chemischen Zeichensprache und der Reaktionssymbole werden wir weiterhin festigen und in dem Falle auch umfangreich vertiefen. Großen Wert legen wir auf den Ausbau der schon gewonnenen Fachsprache. Auch hier werden wir die Fachsprache besonders vertiefen, damit wir dann eine Möglichkeit haben, auf atomarer und selbstverständlich auch auf stofflicher Ebene sicher zu argumentieren. Ich komme zur Einführungsphase, also dem Jahrgang 11. Dort wird Chemie in 2 Unterrichtsstunden pro Woche unterrichtet. Schwerpunkt wird hier die organische Chemie sein. Wir werden uns mit den fossilen Energieträgern beschäftigen, also der Gewinnung, der Aufbereitung und Verwendung von allen fossilen Energieträgern, die es in der Natur gibt. Wir werden dann an ausgewählten Experimenten die Reaktivität von Kohlenwasserstoffen uns genauer ansehen und darüber hinaus nach den Kohlenwasserstoffen die Oxidationsprodukte der Kohlenwasserstoffe uns ansehen, also angefangen von den Alkoholen, die eben alle kennen, also nicht nur den einen Alkohol Ethanol, sondern auch viele andere Alkohole uns ansehen. Wir werden weitergehen zu Oxidationsprodukten wie den Aldehyden bzw. Ketonen und den Abschluss bilden dann die Carbonsäuren. Im Jahrgang 12 erfolgt dann die Aufteilung in den Grund- und Leistungskurs. Hier erfolgt der Unterricht im Grundkurs in 3 Unterrichtsstunden pro Woche, im Leistungskurs in 5 Unterrichtsstunden pro Woche. Wir werden in dem ersten Semester in 13.1 starten mit weiterhin der organischen Chemie, allerdings viel weiter vertieft. In den Bereich der Reaktionsmechanismen werden wir einsteigen. Wir werden uns also viel genauer ansehen, wie Substitutions- und Eliminierungsreaktionen durchgeführt werden, wie Additionsreaktionen durchgeführt werden und wir werden uns die Gruppe der Kunststoffe ansehen. Hier werden wir auch einen Schwerpunkt auf die Biokunststoffe legen. Als neue Stoffklassen kommen hinzu die organischen Säuren, die wir schon in Klasse 11 ein wenig angeguckt hatten, also die Carbonsäuren. Wir werden Reaktionen zwischen Carbonsäuren und Alkoholen, die zu den Estern dann führen, uns genauer ansehen. Ein Produkt daraus sind die Fette. Auch hier werden wir uns mit den Fetten näher beschäftigen, den Kohlenhydraten und den Proteinen. Im Jahrgang 12 werden wir uns weiter beschäftigen mit den chemischen Reaktionen im Gleichgewicht. Das heißt, welche Möglichkeit haben wir, chemische Reaktionen durchzuführen und auch gezielt in eine Richtung, und zwar in Richtung der Produkte, zu gelangen. Auch hier werden wir uns, ein bisschen in die Technik gewandt, zu den großtechnischen Prozessen wenden. Im Jahrgang 13 werden wir im dritten Semester, also in 13.1, uns auf die Elektrochemie konzentrieren, also den Aufbau, die Funktion und die chemischen Reaktionen genauer betrachten, die in Batterien, Akkumulatoren, kurz Akkus genannt, Brennstoffzellen und Redox-Flow-Zellen ablaufen. Also alles Reaktionen im Bereich der Redox-Reaktion. Im Jahrgang 13.2, also im letzten Semester, wird dann die Energie bei chemischen Reaktionen eine wichtige Rolle spielen. Wir betrachten da also die Berechnung von Energiemengen, die bei Reaktionen benötigt werden, um eine Reaktion durchzuführen, beziehungsweise die Energiemengen, die bei Reaktionen frei werden, werden wir genau uns angucken. In allen 4 Semestern werden wir einen engen Bezug herstellen zu Umwelt, Technik und auch die wirtschaftlichen Betrachtungen spielen eine wichtige Rolle. Die Bewertung in den Jahrgängen 11, 12 und 13
erfolgt sowohl durch schriftliche als auch durch mündliche Leistung. Im Jahrgang 11 werden wir zwei Klausuren schreiben. Das Ganze erfolgt im Klassenverband. Die Gewichtung zwischen der mündlichen und schriftlichen Leistung wird im Verhältnis 60:40 sein. Während der Qualifikationsphase ist die Anfertigung der Klausuren etwas unterschiedlich. Im Jahrgang 12 erfolgen insgesamt drei Klausuren. Im Leistungskurs werden alle drei Klausuren bewertet. Im Grundkurs werden alle drei Klausuren von den Schülerinnen und Schülern bewertet, die das Fach als Prüfungsfach gewählt haben. Im Jahrgang 13 werden wir zwei Klausuren schreiben. Eine Klausur davon wird unter Abiturbedingungen geschrieben. Welche besonderen Voraussetzungen benötigt man jetzt, um das Fach als Leistungskurs zu wählen? Ganz wichtig ist hier der fächerübergreifende Gedanke, insbesondere was die Naturwissenschaften angeht. Wir gucken uns den Bereich Mathematik an. Man sollte also sattelfest sein im stöchiometrischen Rechnen und in dem Anfertigen und Lösen von einfachen Funktionen. In Physik spielt es eine wesentliche Rolle, sich im Bereich der Thermodynamik, der Elektrik und der Atom- und Kernphysik genauer auszukennen. Für die Biologie ist es wichtig, die Bereiche Molekularbiologie, Humanbiologie, Physiologie und Genetik genauer zu kennen. Weshalb also das Fach Chemie? Wir werden, wie schon eingangs gesagt, zahlreiche, umfangreiche Experimente machen, die zunehmend darauf aufbauen, dass die Experimente durch Schülerinnen und Schüler entwickelt werden und auch vorbesprochen werden, dass also viele Ideen von den Schülerinnen und Schülern mit in die Experimente einfließen. Wir werden gerade hier auch einen Schwerpunkt in die Entwicklung der Experimente legen. Also weshalb ist gerade dieses Experiment für die Chemie so wichtig? Weshalb ist gerade auch dieser Bereich, den wir hier besprechen, für unser Leben so wichtig? Wir werden hier versuchen, einen Bogen zu spannen, wenn man an den Jahrgang 11 zum Beispiel denkt, dass es um die fossilen Energieträger geht. Energieträger, die quasi auf längere Sicht gesehen ein Auslaufmodell sind. Also welche zukünftigen Technologien und Möglichkeiten können wir mit Hilfe der Chemie entwickeln, damit wir auch in diesem Bereich sicher für unser Leben, für unsere Zukunft weiter vorangehen. Die Chemie bildet hier eine ganz, ganz wesentliche Wissenschaft, eine wesentliche Naturwissenschaft, um diesen Bereich sicher für uns alle fortzuentwickeln. Ich freue mich, wenn ich das Interesse von allen geweckt habe für das Fach Chemie. Sollten noch weitere Fragen auftreten im Laufe der Zeit, sind wir selbstverständlich erreichbar über die bekannte E-Mail-Adresse für unseren Fachbereich Chemie, über das Sekretariat der Schule oder natürlich auch direkt als Ansprechpartner sind alle Chemielehrer erreichbar, insbesondere ich als Fachobmann bin also täglich hier auch an der Schule unterwegs und einfach ansprechen ist das Einfachste.